Diese wunderschöne Winterlandschaft soll heute der Rahmen meines Videos werden. Ich liebe diesen Schnee. Das ist fast so im Märchenwald. Es knirscht, bei jedem Schritt knirscht es. Schön. Es hat jetzt ungefähr 6 Grad minus. Aber meine Finger fritzen mich ganz schön. Weil Handschuhe kann man dann natürlich keine brauchen, könnt ihr euch vorstellen. Aber ich halte das schon aus, weil wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Ich hätte das Video natürlich auch daheim machen können, gell? Aber daheim kann ich noch viele Videos machen. Oh, so schön. Herrlich. Ich glaube, da bei dem Brückerl werde ich jetzt stehen bleiben. Hallo Freunde, Servus und Grüß euch auf meinem bayerischen Kanal. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich freue mich so, weil es so schönes Wetter ist. Oh. Ja, der Titel von meinem heutigen Video ist Was macht Fermentation mit Kochkost? Und ich möchte euch sagen, dass ich schon wieder mal was an meiner Ernährung umgestellt habe. Das habe ich ja erst vor ein paar Wochen gemacht. Nämlich habe ich da einen Online-Kurs besucht von Carlos Demmler und Bruno Weißbrot. Und zwar über die richtige Lebensmittelkombination. Und um die richtige Reihenfolge ist es auch noch gegangen. Wie tut man nacheinander die Lebensmittel in sein Leben integrieren? Und das ist nach wie vor von mir jetzt die Basis, obwohl ich jetzt, wie gesagt, schon wieder was verändert habe. Und immer kitzelt mich was an den Nasen. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, also die lieben Menschen, die mich schon länger auf meinem Kanal verfolgen, die wissen sicher, dass ich so heuer, das heißt letztes Jahr, 2018 im August, mal 6 Wochen war das, glaube ich, gell? 6 Wochen Kochkost ausprobiert habe. Zwar nicht ganz, aber immer die dritte Mahlzeit. Jetzt esse ich ja bloß noch 2 Mal am Tag und einen Saft trinke ich in aller Früh. Selbst gepressten mit meinem Angel Juicer. Und da habe ich mit meiner Kochkost im August 2018 habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Da habe ich immer, wie gesagt, da habe ich viel Gemüse in der Pfanne rein und Hülsenfrüchte und dann habe ich das alles durcheinander gemischt und das dann gegessen und dann habe ich wieder Zahnweh gekriegt, so wie ich es früher schon gehabt habe und meine Hüften hat mir wieder wehgetan und zwar, das waren die 2 Sachen und noch ein paar andere, die ich durch meine 8,5-jährige Rohkost ja wunderbar weggebracht habe und plötzlich ist es wieder losgegangen. Ja, mit meiner 6-wöchigen Kochkost. Und dann habe ich das wieder aufgehört, die Kocherei. Und ja, dann habe ich mich wieder zu 100% von Rohkost ernährt. Aber jetzt ist mir eine wunderbare Sache zu Ohren gekommen. Und zwar, wie kann man denn diese Kochkost so verändern, dass sie bekömmlich und gesund ist für den Körper? Und das wird sie jetzt im Laufe meines heutigen Videos erfahren. Ich hoffe, es wird euch nicht schwindelig bei dem, wie ich immer wieder meine Ernährung optimiere und verändere. Aber ich bin nun mal ein Mensch, ich mag nicht immer am gleichen Punkt stehen bleiben. Und wenn mir irgendwas begegnet, was sich gut anfühlt und was ich irgendwie noch verbessern könnte, dann probiere ich das einfach aus. Und dann spüre ich ja an meinem Körper, ob es mir gut tut oder nicht. Und so war das mir auch. Ja, jetzt geht es erstmal darum, wie erkläre, wie ich definiere ich Rohkost. Esse ich wirklich zu 100% Rohkost und dann habe ich meistens alle Nährstoffe, die ich brauche für meinen Körper, nämlich Fette, Kohlenhydrate, Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, abgedeckt in meinem Körper, wenn ich wirklich alles zu 100% Rohkost esse. Das heißt, meine Nährstoffe sind gesichert. Diese Nährstoffe haben im Körper ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen, damit alle Stoffwechsel,
Vorgänge im Körper richtig und komplett ablaufen können, sodass der Körper gesund bleibt. Der Grund auch, warum ich die letzten 8,5 Jahre Rohkost zu 100% zu mir genommen habe, ist auch der, dass ich möglichst lebendige Nahrung in meinen Körper tue. Weil die Lebendigkeit der Nahrung ist mir sehr wichtig. Durch den Kochprozess verändert man nämlich das Lebensmittel und es verliert an Nährstoffdichte. Und da ich das nicht wollte, habe ich mich in den letzten Jahren nur noch von Rohkost ernährt. Meine Meinung habe ich vor kurzem geändert. Nämlich, wenn meine Ernährung viel Gemüse, Sprossen, Algen und wenig Gemüse enthält, dann nehme ich an, dass meine Nahrung genügend Nährstoffdichte enthält, die meinen Körper gesund hält. Getrocknete Lebensmittel wie Datteln und so weiter, man kann ja alles Mögliche trocknen, die haben nur noch sehr wenig Lebensaktivität. Für mich ist es wichtig, lebendige Nahrung aufzunehmen. Und dieser gekaufte Sojajoghurt zum Beispiel ist in diesem Sinne keine Rohkost mehr. Doch durch die Fermentation lebt er wieder. Er ist nämlich mit Mikroorganismen dadurch ausgestattet. Was ist jetzt für mich wichtig? Was ist für mich entscheidend? Das muss ich mir immer überlegen. Eine getrocknete Dattel zum Beispiel oder dieser gekaufte Sojajoghurt. In diesem Sinne ist er natürlich keine Rohkost mehr. Aber durch die Fermentation ist er wieder lebendig und das ist für mich wichtig. Ich bin nicht mehr so dogmatisch auf 100% Rohkost. Das muss einfach passen für mich. Es muss sich gut anfühlen in meinem Körper. Ich möchte ein absolutes Wohlfühl in meinem Körper haben. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, aus Kochkost lebendige Nahrung zu machen. Das hört sich jetzt sehr utopisch an, aber das stammt natürlich nicht aus meinem Hirnkastel, sondern ich habe dazu einige Videos gesehen. Und ich verlinke euch die einmal unter meinem Video in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die anschauen und selber drüber nachdenken und beurteilen, was für euch jetzt da gut ist. Meine neu gewonnene Meinung ist, weil ich habe diese Sache nämlich jetzt schon seit einigen Wochen ausprobiert, wenn ich durch die gekochte Nahrung, wobei ich die dämpfe, gell, die schmeiße ich nicht einfach in den Kochtopf rein oder in die Pfanne, sondern ich mache sie im Dämpfkochtopf, die schonendste Garung. Also wenn ich diese gedämpften Lebensmittel praktisch fermentiere, dann kann ich aus toter Nahrung wieder lebendige machen. Und wie toll ist das denn? Das ist doch wunderbar, wenn das funktioniert. Ja, und das werdet ihr in einem oder in mehreren meiner nächsten Videos sehen, wie ich das mache. Denn bei der Fermentation werden Milchsäurebakterien aktiviert. Und diese Fermentation macht aus toten Lebensmitteln wieder lebendige. Es erweckt sie praktisch zum Leben. Für mich ist das wie Rohkost. Denn ich fühle mich viel fitter mit diesen fermentierten Sachen, als zum Beispiel von getrockneten Datteln oder Gemüse. Und das ist doch wichtig. Ich esse auch keinerlei Trockenfrüchte mehr seit einigen Wochen. Und zwar genauso lange, wie ich diese Fermentation jetzt für meinen Körper ausprobiere. Und ich merke, ich brauche das nicht mehr. Und ich bin sogar vom Süßen weg, müsst ihr euch vorstellen. Keinerlei Datteln, keine Schokolade, nichts. Das ist, durch die Fermentation ist es einfach passiert. Ich brauche das gar nicht mehr. Sicher freut ihr euch, dass ich nicht mehr so dogmatisch bin und an meiner 100%igen Rohkost festhalte, weil das sieht fast so aus, wie wenn ich das jetzt, diese Fermentation für mein restliches Leben beibehalte. Und für mich ist es viel wichtiger, durch diesen Dämpfprozess und das anschließende Fermentieren, kann ich meinen
Lebensmittelplan vielseitiger gestalten. Ich dämpfe zum Beispiel Süßkartoffeln und fermentiere sie anschließend. Wie ich das mache, das seht ihr in einem meiner kommenden Videos. Und wenn ihr wollt, dann probiert ihr das einfach aus und spürt rein, wie es euch geht damit. Ich finde es auch besser, seine Fermentation zu Hause selbst zu gestalten. Weil erstens ist es einfach und es geht schnell. Und dann vermeide ich damit natürlich auch Müll und schütze Ressourcen. Weil diese vielen Joghurtbecher, ich habe auch mal so eine Phase gehabt, letztes Jahr, da war das so, war auch so begeistert von diesem gekauften Sojajoghurt. Aber da kommt unheimlich, durch diese Becher kommt da so viel Müll zusammen. Und jetzt bin ich richtig glücklich. Da braucht man nämlich überhaupt keinen Müll, so wie ich das jetzt mache. Und es geht, wie gesagt, schnell. Es sind nur ein paar Handgriffe und dann ist es erledigt. Und man hat einfach durch diese Milchsäurebakterien, die durch die Fermentation entstehen, ein super gesundes Essen für mein Leben, für meinen Darm, für meine Darmgesundheit, für mein Mikrobiom und so weiter. Also es fühlt sich super an, sag's euch. Man kann auch Rohkost fermentieren. Und wie gesagt, meine ganzen Rohkost und Kochkost, Eskapaden oder Versuche, die werde ich euch in den nächsten Wochen und Monaten vorstellen, dann könnt ihr die nachmachen. Und warum ich immer da hinter das Video greife, weil bei der Kälte geht meine Fernbedienung nicht gescheit. Und dann muss ich das immer am Apparat machen, aber das ist egal. Und jetzt habe ich es geschafft. Mein Video ist zu Ende, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen schönen Kommentar schreibt. Genießt die Winterlandschaft, die Luft ist so gut und es ist einfach, also für mein Herz ist es eine Freude, ja. Und es ist kein Matsch, es ist ein Pulverschnee wie im Traumland. Macht es gut, meine Lieben. Alles Liebe, bleibt gesund. Servus, pfiat euch.